Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei FIFA 15 Karrieremodus mit dem Hamburger Sportverein. Vierte Saison, letztes Testspiel, bevor wir gegen Augsburg in der nächsten Folge ins Eröffnungsspiel gehen. Ja, die Testspiele sind noch nicht so erfolgreich gelaufen, beziehungsweise das gegen AC Milan fand ich schon sehr, sehr gut. Ist halt ein bisschen blöd gelaufen, dieser Gegentreffer, das war schon mal eine Sensation irgendwie. Gegen Aston Villa hätte ich ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Das hat halt ging ein bisschen die Hose auch mit der roten Karte, die nicht hätte sein müssen. Und ich möchte ganz kurz, weil es ein bisschen intensive Diskussionen gab auf meinem Kanal bezüglich der letzten beiden Folgen, beziehungsweise vor der zweitletzten Folge, zu meiner Entscheidung, Çalhanoğlu statt Holtby zu nehmen. Ich weiß, da waren bestimmt einige stinkig, haben sogar wahrscheinlich gesagt, den gucke ich nicht mehr oder so. Ich möchte es einfach gerne nochmal kurz erklären, warum ich mich dafür entschieden habe. Oh, Hoffmann geht zu Stuttgart, interessant. Hofmann, nicht Hoffmann, gut. Ganz einfach, Leute, die Zeit heilt Wunden, sage ich mal so. Klar, in real life würde ich mir auch den Çalhanoğlu nie wieder beim HSV wünschen wollen. In der Bundesliga, hier bei FIFA 15, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass mit Holtby keine gute Idee mehr ist, ihn zu holen. Beziehungsweise habe ich so ein bisschen im Hinterkopf auch, dass wir viele Hamburger SV-Zuschauer haben und die bestimmt beim Voting für FIFA 16 entscheiden, wenn das mit dem HSV spielen werden. Und dann gibt es ja nur noch die Entscheidung, fangen wir von vorne an in FIFA 16 oder machen wir da weiter, wie wir hier aufgehört haben. Und sollte es dazu kommen, dass wir, egal was wir machen, Holtby wird durch der Verpflichtung ja jetzt vom Real-Life-Jahr in FIFA 16 bei uns wieder sein. Und sollte es aber dazu kommen, dass ihr entscheidet, nee, wir lassen mal so weitermachen, wie wir hier aufgehört haben in FIFA 16, dann haben wir ja Holtby eh wieder drin, weil die Grundregel ist, der neue Kader von der 15-16-Saison, der bleibt natürlich drinnen, egal ob wir den einen oder anderen eigentlich gar nicht mehr bei uns haben. Das Einzige, was ich halt mache, wir machen da weiter, wo wir hier aufgehört haben, ist, dass die Spieler, die wir hier verpflichtet haben in 4-15, noch rüberpacken würden. So, das dazu, dass ihr natürlich auch in FIFA 16 in dem neuen Karrieremodus natürlich auch die neuen Spieler vom HSV kennenlernen könnt und so weiter in FIFA. Also das wäre, da habe ich ein bisschen im Hinterkopf, ja, dann ist es schlauer natürlich Holtby zu holen, beziehungsweise hier könnt ihr auch noch ablösefrei kriegen, weil sein Vertrag ausläuft. Und ich möchte auch nochmal was anderes sagen, meine Meinung über Çalhanoğlu. Er hat ja damals verlängert und 2-3 Wochen später hat er den Wechsel angekündigt. Und meine Meinung ist einfach, ja, man nimmt es ihm sehr übel, weil die letzte Entscheidung, die einem bei einem Wechsel entsteht, ist immer die Entscheidung des Fußballers. Das ist natürlich klar, aber ich denke, heute in dieser modernen Zeit ist Geld das Wichtigste. Ich will jetzt nicht Çalhanoğlu jetzt da hingreifen, dass er geldgierig ist. Nee, nee. Nämlich, ihr müsst an was anderes denken, Leute. Ihr müsst an die Berater denken. Viele glauben, Berater ist immer was Gutes. Das stimmt aber gar nicht, weil was die wollen, es gibt natürlich Berater, die haben schon ihre Philosophie, ist schon einen Fußballer erfolgreich zu machen und für ihn da zu sein. Natürlich will es nicht jeden Berater direkt ziehen, aber ein Berater verdient nun mal mit zwei Varianten Geld. Und das eine ist, er kriegt Prozente vom Gehalt, vom Monatsgehalt und er kriegt Provision für eine Verlängerung, für eine gute Verlängerung, für einen Wechsel und so weiter. So, und wenn man halt keine Ahnung hat, wie Çalhanoğlu und sich irgendein Berater zusammenkratzt und einfach nicht der Schlauste auf dem Planeten ist, sage ich jetzt einfach mal so, und einfach alles macht, was der Berater sagt, und das ist ja nicht der einzige Fall, ne, in der Bundesliga gab es jetzt in letzter Zeit sehr oft sowas, dann kann man da ganz schnell sich Hater zu sich ziehen. Und zwar Çalhanoğlu hat ja den Vertrag verlängert und hat ja auch die Liebe zum HSV allen mitgeteilt. Und ich glaube, es waren wirklich seine wahren Worte. Ich glaube, das wollte er auch. Aber dann kam der Berater und sagte, nee, nee, hier und so und so. Und ich glaube, dann war er selber in der Bredouille und wusste nicht mehr weiter. Und ich glaube nämlich, ihr müsst mir überlegen, ein Berater, der seinem Verein dafür sorgt, einen sauguten Vertragsverlängerung zu bekommen in seinem Verein für den Spieler. Jetzt überlegt euch mal, da kriegt der Berater eine supergeile Provision dafür. Jetzt, wahrscheinlich wusste dieser Berater die ganze Zeit schon dieses Angebot von Leverkusen, hat trotzdem das erstmal durchziehen lassen, dass
dass er da seine Provision kriegt. Und dann hat er erst gesagt zu Schalke, hey, übrigens, wir hätten da ein Angebot von Leverkusen. Du könntest Champions League spielen, du könntest so und so viel Geld verdienen, so und so und so und so. Und hat das alles eben schön mit Schmackes hingeknallt. Guck mal, wie viel geiler das ist wie beim HSV. Und er natürlich mit seiner Verpeiltheit, also ich würde nicht sagen, dass er dumm ist, aber es gibt halt viele Fußballer, die nicht die Schlauesten sind. Das kennt ihr ja vielleicht, dieses Image. Und da hat er gesagt, ey, stimmt, das ist ziemlich geil. Nur wie lösen wir das jetzt mit dem HSV, mit den Fans? Und da gibt es halt manchmal Idioten, die schlechte Vorschläge dafür haben, schlechte Tipps dafür haben und manchmal gibt es auch gute Lösungen. Da ist es leider ein bisschen blöd gelaufen und deswegen bin ich ja so zwiegespalten, ob ich wirklich schon Nuno alles in den Arsch schieben will, weil wenn man den Hintergrund heute vom Fußball anguckt, dieser Berater hat jetzt eine Provision gekriegt für die Vertragsverlängerung und dann hat er 3 Wochen später eine mega schöne Provision gekriegt für diesen tollen, teuren Wechsel. Also der hat die richtig Kohle geschoben. Und dasselbe haben wir mit Selke. Zum Beispiel Selke hat Vertrag verlängert bei Bremen, hat die Liebe angesagt und war richtig geil. Komischerweise selbe Geschichte, 2-3 Wochen später wechselt er zu Leipzig. What the fuck, wer will bitte automatisch zu Leipzig wechseln? Nichts gegen den Verein, aber wer erfolgreich und geliebt ist in der Bundesliga bei Werder Bremen, wer will denn automatisch in die zweite Liga zu einem Verein, den jeder nicht leiten kann? Also da kann nur der Berater und das Geld eine Rolle spielen, Leute, ganz ehrlich. Dasselbe ist auch, ich bin ja großer Kaiserslautern-Fan, das möchte ich ganz schnell sagen, bevor wir in das United-Spiel reingehen, Manchester United, Entschuldigung, und da möchte ich nämlich was sagen, ich bin großer Kaiserslautern-Fan und bei Willi Orban, wer kennt sich ja zweiten Liga aus, wer kennt Willi Orban, ich weiß nicht, jeder kennt das nicht, aber ich sag trotzdem mal, Willi Orban ist aus der eigenen Jugend vom FCK und vor 2 Jahren hat er schon viele Spiele gemacht für den FCK und mein Bruder und ich waren immer so, ach irgendwie, der entwickelt sich nicht, der ist irgendwie, ach, ich weiß gar nicht, warum der noch spielt und so. Dann hat er sich aber doch noch so weit entwickelt, dass er in der Saison 14-15 eine wahnsinnige Expansion gemacht hat in seiner Qualität. Er hat, glaube ich, jedes Spiel gespielt. Er ist Kapitän geworden vom FCK und die Fans haben ihn vergöttert und haben immer, wenn er eine geile Aktion hinter sich gebracht hat, Willi, 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 Willi geschrien. Und dann hat sein Berater, nicht er, sondern sein Berater hat am Ende der Saison gesagt, entweder schafft es der FCK in die Liga und der Orban bleibt, oder er geht, er wird definitiv aber erste Liga spielen. Also der Satz war wirklich, er wird erste Liga spielen in der nächsten Saison, ob es mit Lautern ist oder nicht, weil da war noch nicht safe, ob FCK aufsteigt oder nicht. Das hat der Berater schon mal gesagt. Willi hat da erstmal gar nichts zugesagt. So, dann, nachdem es sicher war, dass FCK nicht aufsteigt, waren viele Fans bereit und haben gesagt, okay, alle klar, in Ordnung. Wir wollen dem Willi nicht im Wege stehen, wenn er in die Bundesliga will. Und das, da gab es ja die Gerüchte zu Gladbach, dann kann er gleich Champions League spielen. Das ist ja toll, da freuen wir uns für ihn. Okay, da drücken wir mal ein Auge zu. Lass mal machen. Dann hat Willi am Facebook seinen Abschied angekündigt, dass er jetzt wechselt. Es wusste nur noch nicht zu wem. Und dann kam die Sensation am Abend, am selben Abend noch. Willi hat erstmal groß geschrieben, wir lieben euch, bla bla, ich liebe euch, vielen Dank für alles, Herzblut etc. Dann kam die Nachricht, was jeden FCK-Fan geschockt hat. Er geht nicht in die Bundesliga, nein, er geht zu Leipzig. Und das ist für mich einfach auch wieder so ein Beispiel von schlechte Beratung und Geld. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich jetzt ein Fußballer wäre und würde beim FCK erfolgreich spielen und hätte ein Angebot von Gladbach und ich persönlich finde das Konzept von Gladbach klasse, die jetzt in der Champions League spielen, es wäre für mich ein Traum und eine Herausforderung, Teil dieses Teams zu werden, anstatt mich irgendwie ausbuhen zu lassen in Leipzig und da mir den Arsch in der zweiten Liga aufzureißen, wo keiner bisher weiß, ob die überhaupt in die Bundesliga aufsteigen werden. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht. Das wäre die geilste Blamage überhaupt. Ich will einfach nur damit erzählen, Leute, dass ihr nicht immer absolut auf die Spieler drauf geht. Es ist halt wirklich im Hintergrund läuft so viel, was wir nicht mitkriegen, mit Beratung und mit Geld und weiß nicht was alles. Das tut natürlich weh, das mit Willi Orban tat mir auch sehr weh. Man muss das abhaken. Ich wollte das nur mal ein bisschen, es hat jetzt eigentlich gar nichts mehr intensiv mit diesem Wechsel hier zu tun. Ich wollte es einfach nur mal, ich hatte einfach Lust, das einfach mal loszuwerden, weil ich da, ich finde, Fußball geht ganz schön kaputt gerade dadurch. Ich finde, diese Beratung sollte verboten werden, ganz einfach. Und der Spieler muss selber entscheiden oder keine Ahnung, irgendwas muss da mal verbessert werden. Das ist schon fast Mafia-Arbeit, die da teilweise geliefert wird. Und das ist auch der Grund, warum es heute fast keinen Spieler mehr gibt, der an seinen Vertrag sich hält. Früher war das ganz, ganz hoher Respekt, wenn man einen Vertrag ausgeführt hat von 3 Jahren. Heute ist ja so, dass jeder Spieler nach 1-2 Jahren wieder wechselt und gewechselt. Es sind alles nur noch Wechselvögel geworden, ja, Wandervögel sagt man so.
Und das liegt einfach an der schlechten Beratung, beziehungsweise an der Beratung, an der Nichterfahrung. Ein Heiko Westermann zum Beispiel würde das sich nicht mehr antun, weil der hat die Erfahrung gemacht. Der ist erwachsen geworden, der weiß, was abgeht. Der würde sich nicht mehr so rumschieben lassen. So, dasselbe ist mit Bastian Schweinsteiger jetzt bei Bayern. Immer bei Bayern geblieben, kein Angebot angenommen. Gut, das ist ein bisschen was anderes, aber es ist einfach immer so eine Sache. Ich hoffe, für alle, die Cialanoglu jetzt nicht so mögen, die da seine Aktion scheiße finden, ich hoffe trotzdem, dass ihr jetzt Spaß in dieser vierten Saison habt, weil ich habe jetzt einfach irgendwie Lust darauf, mit ihnen zusammenzuspielen. Und wir gehen jetzt in dieses Spiel rein und ich habe mir vorgenommen, in diesem Spiel gehen wir anders rein und zwar machen wir hier mal Premiere vom dritten Trikot und wir gehen so rein, wie wir in dem Europa League Finale drin waren. Das war nicht so, aber so ähnlich. Hoppala, ist mir fast der Controller runtergefallen. Und da war es so, dass wir einen OM drin hatten, wenn ich richtig liege. Jetzt muss ich mir ganz kurz nochmal überlegen. Genau, das war einfach nur, dass dieses DM hier in ein OM war, aber genau das will ich eigentlich jetzt gerade gar nicht, habe mir gerade so überlegt. Mach das jetzt aber trotzdem mal. Wir probieren das einfach mal aus, weil es war gegen Everton absolut erfolgreich. COM. Das einzige Blöde ist halt mit Rode, dass er nicht mehr DM spielt, aber Rode wird jetzt hier spielen. Wiltshire wird links spielen, Cialanoglu wird der Spielmacher, rechts wird Aubameyang spielen und vorne wird jetzt mal Paulsen von Anfang an spielen. Baista kommt auf jeden Fall auf die Bank, dann Kleber runter. Ah, nehmen wir mal den Heinz mit, ist auch nicht besser, aber egal. Subotic hat ein Formtief, dann nehmen wir Ayan mit. Rüdiger hat auch ein Formtief, da kann ich jetzt aber auch nichts mehr ändern. Nee, Chaplin ist ein bisschen müde. Den Lech, den nehmen wir nicht mit. Das war grauenhaft gegen Aston Villa. Dombé können wir mal einfach mal testen, wie der so drauf ist. Und Martinez müssten wir auch mal wieder einen Einsatz schenken. So. Machen wir das einfach mal so. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich Dennis Breed noch hergebe. Vielleicht biete ich ihn auch sogar für Hotby an, wer weiß. Mal gucken. Ach so. Ah, das machen wir jetzt nach der Folge. Ich habe ganz vergessen aufzuschreiben, ich habe aufgeschrieben, dass ich von Fabian Blom mal Munir von Barcelona nochmal angucke und Nico Sturm hat gesagt, ich soll doch Timo Horn mit Karius austauschen. Ich bitte dich. Nichts gegen Karius, ist ein guter Torwart, aber ich möchte jetzt hier schon mal was ankündigen. Ich für mich habe mich für diese Saison entschieden, es wird keinen Torwartwechsel mehr geben. In der zweiten Saison und in der dritten Saison war es jedes Mal so, dass ich in der Winterpause den Torwart ausgetauscht habe. Da habe ich Adler für Trapp und in der dritten Saison habe ich Trapp für Horn. Diese Saison wird es Horn bleiben. Das Risiko gehe ich ein. Das reicht jetzt mal. Aus dieser Erfahrung müssen wir es langsam mal sammeln. Das war bisher nicht einmal schlau. Und das machen wir auch so. Also das Thema ist erledigt. So. Und ich finde jetzt langsam sieht die Aufstellung ganz gut aus. Übrigens, Trigaros hat mir gegen Aston Villa ganz gut gefallen. Jetzt hat er Formtief, deswegen spiele ich von Anfang an. Aber werde ihn vielleicht wieder einwechseln. Vielleicht behalte ich ihn sogar noch, wenn er sich so weiterentwickelt. Oder wenn er so spielt wie gegen Aston Villa weiter, dann nicht schlecht. So, ich spiele hier auf Standard mal, weil die Taktik gegen Aston Villa war grauenhaft. Und dann gehen wir einfach mal in das Spiel rein. Ich muss mal kurz gucken, ob die Zeiten stimmen. Die Zeiten stimmen. Und dann los in das Spiel. Jetzt genug gelabert. Ich wollte einfach nur noch mal klarstellen, dass ihr jetzt nicht alle sauer seid wegen Cialanoglu. Ich bin froh, dass die einen oder anderen auch geschrieben haben, nimm ihn, der ist eh besser. Und dass sie das trennen können von Real Life. Und dass der halt besser ist in FIFA. Das finde ich mal ganz gut. Volksparkstadion, Hamburger SV im dritten Trikot-Premierspiel, drittes Testspiel. Nächste Folge geht es los mit der Bundesliga, aber jetzt erstmal noch gegen Manchester United. Hier aber kein Schweinsteiger natürlich dabei. Und der HSV fängt an von links nach rechts mit Paulsen und Cialanoglu. Bin mal gespannt, vielleicht kann der als OM was machen. Wiltshire als LM war auch nicht immer so falsch. Rüdiger am Ball. Einzige mit Formtief heute mal dabei. Cialanoglu. Schön. Rode. Ah, den Flügelwechsel wollte ich gar nicht, aber ist okay. Milosevic. Aber warum geht der jetzt da weg, der Cialanoglu? Mensch. Er war doch super gedacht, die Idee. Und da ist auch der mit den vielen Haaren ist Fellanini.
Da hieß es auch, der ist doch viel besser wie Rode. Warum holst du den nicht? Der ist einfach älter. Und ich weiß einfach nicht, wie sein Spielstil ist. Und durch Deutschland EM weiß ich einfach, wie Rode spielt. Und Rode ist jünger, kann es jetzt noch besser entwickeln. Und ich habe ihn einfach lieber im Team, ganz ehrlich. Nichts gegen Fellaini, das ist ein klasse Mann. Und der könnte jetzt auch den Gegentreffer schon machen, oder? Nein. Sehr schön. Horn. Aubameyang. Junosovic. Sehr schön auf Rodriguez. Da ist jetzt Wiltshire als LM mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Rode. Auf seinem LCM ist er noch nicht so prickelnd. So, mal ein bisschen Pressing. Vielleicht nicht die beste Idee, aber ich probiere es mal. Blind. Auch schon mal im Gespräch gewesen beim HSV. Rooney. Achso, ich wollte ja eine ganz andere Aufstellung hier machen. Ich wollte ja mal hier auf Defensiv gehen, genau. Mal alte Taktik machen. Ta verliert den Ball wieder, nachdem er sich ihn geholt hat gegen Blind. Rooney. Nee, Shaw ist das. Das ist Rooney. Und er macht es fast rein. Das war Cruz. Ich glaube, Robbie Cruz. Von Leverkusen jetzt zu Manchester United über. Timo Horn mit seinem neuen Torwart-Trikot. Ich finde es ganz schick. Sieht ein bisschen komisch aus, dass er die Socken so weit hochgezogen hat. Deswegen sehen die Spitzen so komisch aus, die roten. Aber egal. Rodriguez. Am Ende gegen Aston Villa ist er ein bisschen ins Spiel gekommen. Aber er hat noch was aufzuholen. Schlecht gespielt von Wiltshire. Der macht irgendwie einen Fehlpass nach dem anderen in dieser Testphase. Ich hoffe, das ändert sich in der Bundesliga. Also bisher ist, glaube ich, noch kein Pass von ihm angekommen. Ayan klärt die Ecke. Aubameyang. Ah, zu viel gerannt. Schöner Einsatz von Rüdiger. Aubameyang, Rode. Zu Wiltshire. Ich weiß nicht, Wiltshire ist der, glaube ich, noch nicht so ganz aus der Sommerpause zurück. Hoffentlich bewegt sich da noch was bei ihm. Jetzt erstmal super schön gespielt, aber Rode dazwischen. Chanaru. Dribbelt den fast Hamburger Fellaini aus. Paulsen. Und Junosovic auf Chanalulu. Und der. Ich wollte stoppen und dann schießen. Hat er ein bisschen falsch gemacht. Rooney. Schöner Einsatz. Rode. Nix da, faul. Aubameyang. Vielleicht müssen wir den mal wieder in Sturm setzen, weil er hat eine Wahnsinns-Endphase gespielt. Junosovic. Warum auch immer Wiltshire nicht anfängt loszurennen. Ich weiß es nicht. Mann. Vielleicht muss ich mal das sagen. Das machen wir jetzt gleich mal, wenn der Ball im Aus ist. Raphael. Schöner Einsatz von Rodriguez. Wiltshire. Irgendwie kommt der Ball immer zu Manchester United. Ich weiß nicht wieso, aber er kommt immer zu Manchester United. Egal was wir machen. Fellaini. Cruz. Oh, schlecht gemacht vom HSV. Shaw. So, lass mal abwarten. Ich renne jetzt nicht mehr drauf. Shaw immer noch am Ball. Cruz. Blind. Immer noch Manchester United am Ball. Blind. Und Junosovic kann den Konter einleiten mit Paulsen. Und harter Einsatz von hinten in einem Testspiel. Ich bitte dich. Da kannst du mir eine Verwarnung geben. Scheint es keine zu geben. Nee. Das muss mindestens eine gelbe sein. Hallo, 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 hallo. In einem Freundschaftsspiel. So, jetzt mache ich das mal ganz kurz. Ich muss das mal unbedingt nochmal schnell denen sagen, weil es nervt. Und zwar Wiltshire. Abwehr überlaufen. Nochmal alle Freiheiten. Aubameyang. Alle Freiheiten. Für Flanken in den Strafraum. Das ist gut. Abwehr überlaufen. Genau. In die Mitte ziehen. Vorne bleiben. So. Müssen wir mal alles testen. Am Aubameyang. Wäre halt perfekt fürs AM, aber er war halt auch geil als Stürmer. Paulsen hilft hinten aus bei diesem Freistoß. Rote Trikot ist wirklich ganz hübsch geworden, finde ich. Rüdiger. Junosovic.
Çalhanoğlu sieht das richtig gut auf Wiltshire. Wiltshire und der große Paulsen ist drin. Und nochmal Rode jetzt mit der Möglichkeit und fast das Traumtor. Rode. Mit dem rechten Außenriss. Ah, sie ist so Kapitän und so. Das wollte ich eigentlich noch einstellen. Mist, das habe ich vergessen. Ich wollte ja jetzt Kapitän und Freistöße alles originell einstellen. Ich muss das sofort für die nächste Folge einstellen. Das muss im Bundesligaspiel stehen. Das darf ich nicht vergessen. Auch wer Kapitän wird, weiß ich noch nicht genau. Paulsen! Oh, schade. Ich dachte, vielleicht zählt es nicht als ein Foul. Und wir sehen es. Eröffnungsspiel in einem Volksparkstadion. Hier ist es falsch draufgeschrieben, aber es ist Volksparkstadion. Hamburger SV gegen den Aufsteiger aus der zweiten Liga Augsburg. Und ganz ehrlich, ich erwarte da schon irgendwie einen Sieg. Und da kacke ich auf die Spiele, wie die hier waren, die Testspiele. Das gehe ich ganz anders an. Hier will ich schon ein bisschen noch ein paar Sachen rausfinden. Natürlich ist es blöd, weil die Spieler dann formtief kriegen könnten oder so, wenn man Spiele verliert. Das ist allein sehr blöd in der ganzen Testphasengeschichte. Und jetzt Mata. Ta dazwischen. Ta von hinten nochmal gegrillt. Jetzt schon Mata! Gutes, spannendes Spiel bisher nach 40 Minuten. Manchester United mehr Ballbesitz. HSV aber nicht ganz so schlecht. Und ich glaube, diese Euroleague-Aufstellung, die wollen wir mal weiter ausprobieren. Vielleicht mal ein bisschen Taktik und weiteres ein bisschen mehr antesten. Ganz schlecht wieder von Wiltshire. Der macht aber weiter Pressing. Vielleicht braucht Wiltshire mal so ein bisschen einen Break. Den wechseln wir mal in der Pause aus. Also leider ist er noch nicht so in die Saison reingekommen. Paulsen, richtig guter Einsatz. Paulsen, Çalhanoğlu. Ah, der Çalhanoğlu vielleicht ein bisschen laufen können, anstatt da. Sonst ist er doch immer so gern egoistisch. Da wollte er nicht. Der Çalhanoğlu. Abstoß. Sean. Und wieder Paulsen. Aber das war jetzt für ein Freundschaftsspiel wirklich ein bisschen brutal. Aber wenn er jetzt die Verwarnung kriegt, die gelbe Karte, dann ist es unfair. Wir kriegen die gelbe Karte, aber Manchester United nicht. Da sieht man mal wieder die Fairness von EA. Das war nicht auch so ein brutales Foul. Und Paulsen, den ich gerne mal als Stammstürmer haben möchte. Und dann wäre das ganz toll, wenn der so viel Tore machen würde wie Aubameyang. Aubameyang über die rechte Seite auch Tore machen würde, wäre ich noch glücklicher. Cruz. Mata fällt den Ball. Çalhanoğlu. Wenig als Spielmacher zu sehen, leider. Aubameyang. Schwacher Pass zu Wiltshire. Wiltshire und wieder verliert er den Ball. Wieder verliert er den Ball. Schade, vielleicht ist LM einfach nicht sein Ding. Junosovic holt sich den Ball zurück. Paulsen. So, was macht Paulsen? Paulsen kommt durch die Abwehr durch. Paulsen und Johnstone. Johnstone klärt das Ding noch. Hätte vielleicht Paulsen ein, zwei Schritte noch machen können. Aber ich dachte, wenn dann kommt der Abwehrspieler und holt mir den Ball weg. Gute Chance. Und jetzt gibt es eine Ecke. So, die werde ich nicht Wiltshire schießen lassen. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, dass da... Ja, Aubameyang kann es besser. Çalhanoğlu kann es halt extrem gut. Das müssen wir unbedingt einstellen. Auf den großen Paulsen. Ja, Johnstone. Rude war da noch. Okay, der Ball war einfach zu lang. Dann ist Halbzeit 0-0. Also der erste Müller war grauenhaft gegen AC Milan. Fand ich sehr gut. War halt ein dummes Gegentor. Da kann Horn nichts für, abgefälscht und dann ging das irgendwie rein, das Ding. Das Spiel hier finde ich auch wieder richtig spannend und gut. Es könnte noch ein bisschen besser werden, aber ich glaube, diese Euroleague-Sieger-Formation, ich glaube, die könnte klappen. Düsseldorf führt 1-0 gegen FC Nantes. Augsburg 0-0 gegen Metz, gut zu wissen, unser erster Gegner. Bremen führt 1-0 gegen den Vize-Euroleague-Mann Everton. Mann ist auch gut. So, jetzt testen wir mal. Jetzt gehen wir mal, gucken wir mal. Wiltshire geht raus. So, das klappt gar nicht. Ich versuch's mal mit Bret. Auch wenn Bret überhaupt noch nicht überzeugt hat. So, mal gucken wir mal, was wir da noch machen. Pause ist auch wieder eine Stärke höher gegangen. Das ist schon mal sehr gut. Aber sonst spielen wir erstmal so weiter. Rodriguez ist schon ein bisschen müde. Also, Oschulek wird definitiv in dieser Saison noch seine Einsätze kriegen. Das merke ich schon. Rodriguez hat nicht so eine starke Ausdauer und auch noch nicht so auffällig, wie ich mir das gewünscht habe. Okay, am Ende gegen Aston Villa war er auffällig, aber mehr auch noch nicht. Schade eigentlich. Ich habe mir richtig viel von ihm erwartet. Aubameyang versucht den Ball zu holen. Mata. Auf Blind. Shaw. Und Aubameyang hilft aus.
Einwurf Shaw auf Rooney. Und, ich weiß nicht, aber kann man machen, wenn es sein muss. Freistoß Manchester United. Blind. Rooney. Und jetzt vielleicht mal. Raphael wird da gefault. Ja. Wieder ein Gegentreffer vielleicht eventuell. Diesmal ist Ayan. Oh, da sehe ich noch, wir haben die falsche 4. Die falsche Nummer im dritten Trikot. Und da fehlt auch noch... Ach, ich habe vergessen auch. Ich muss unbedingt noch... ja, da müssen wir noch 2-3 Korrekturen machen. Da ist doch die Farbe falsch auf der Hose von der Nummer. Und auch die Nummeranzahl ist falsch. Das korrigiere ich dann demnächst noch. Jetzt Rooney gegen Horn. Rooney. Ah, ich dachte, er macht zentral und bin stehen geblieben, aber er macht das 0-1. Ist aber okay, Leute. Ist okay. Stört mich überhaupt nicht. Wir versuchen weiter zu spielen. Hoffen, dass wir davon nicht so ein mega Formtief kriegen. Und dann zählt nur das Spiel gegen Augsburg. Hier nochmal das Tor. Ich hätte eigentlich in die falsche Richtung gesprungen. Dann habe ich dann noch gedacht, nee, der macht Mitte, weil er so langsam anläuft. Dann hat er aber doch nach rechts geschossen, der Rooney. 53 Minuten ist gespielt. 0-1, Manchester United. Das dritte Spiel wäre dann verloren. Testspiel ist aber okay. Hab einiges ausprobiert. Und wir sind auf einem guten Weg gegen Augsburg. Wird eh eine ganz andere Nummer. Rodriguez. Dennis Breed. Breed. Auf Paulsen. Das ist Junosovic. Der kommt da durch. Junosovic! Und John Stone ist hier heute Oli Kahn. Mensch. Rooney wieder. Çalhanoğlu hilft hinten aus. Schön von Paulsen. Junosovic. Und der macht es nicht gut zu. Rode. Cruz. Fellanini auf Rooney. Richtig guter Einsatz von Ayan, Rüdiger. Aubameyang. Çalhanoğlu, wohin mit dem Ball? Junosovic sieht da Wiltshire ganz frei. Nein, der ist ja gar nicht mehr drin. Dennis Breed. Der mit der guten Flanke. Fellanini dazwischen. Und Rode holt sich das Ding zurück und versucht mal zu schießen. Aber das ist ja mal ganz schön daneben gegangen. So, wir machen jetzt auch mal noch den nächsten Wechsel. Ich überlege gerade mal was. Werde jetzt mal Aubameyang in den da vorne reinsetzen und rechts Beister. Und werde wahrscheinlich gleich noch Trigoros für Rode bringen. Mal gucken. Ich glaube, ein Wechsel kann ich noch, oder? Ich glaube schon. So, Abstoß. John Stone bei Manchester United. Ist ja mal ein Saisonstart. Ihr dürft euch nur Niederlagen von mir angucken. Ich glaube, ihr seid schon richtig genervt. Aber ich glaube, die Titel, den Double-Sieg und auch die EM, das macht es wieder gut. Und wenn wir dann einen guten Saisonstart hinlegen, kann es euch auch egal sein. Vielleicht der Unterhaltungspunkt nicht mehr so hoch gerade. Aber mal schauen. Van Persie ist jetzt drin. Hat den Ball, verliert ihn wieder. Breed. Çalhanoğlu. So, jetzt mal Konter. Rodriguez im zentralen Mittelfeld. Rodriguez immer noch. Ja, wohin? Aubameyang. Wäre abseits gewesen. Deswegen zu Junosovic. Und was macht er? Da ist er ein bisschen ausgerutscht, als ich schießen schon gedrückt hatte. Dann geht das Ding hoch. Und was ist jetzt? Es gibt gelb nachträglich für Phil Jones. Harter Einsatz auch an Aubameyang. So, wir meinen dann mal die Taktik, wenn wir es dürfen. Dürfen wir nicht hoher Druck. Quatsch, ich wollte auf Konter machen. Das funktioniert gerade. Manchester United hat ein bisschen, gibt uns da ein bisschen die Chance dazu. So, das war gar nichts von Çalhanoğlu. Der heute leider als OM nicht so gut war wie als LM. Und dann... Boah. Guter Abwurf. Beister. Verliert den Ball gegen Rooney. Holt sich ihn zurück. Rüdiger. Çalhanoğlu. Jetzt mal schnell mit Aubameyang.
Aubameyang und der sieht, dass da Junosovic richtig viel Platz hat. Junosovic geht durch alle. Ja, Mensch, jetzt fehlt ihm nur noch das Tor. Ah, jetzt schießt er auch noch Jo an. Jojo oder Ro oder so war es, glaube ich. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den letzten Wechsel... Ich glaube, einen dürfen wir noch machen. Ja, und bringen mal Trigger raus für Rode. Noch ist hier was drin. HSV macht's nicht schlecht. Junosovic ist überragend heute. Ganz, ganz speziell. Wurde ja leider eine ganz große Enttäuschung. Şalhanoğlu nicht gerade sehr vorteilhaft, seine Spielzüge. Aber mal gucken, was noch kommt. Van Persie mit der nächsten Möglichkeit. Nach 77 Minuten. So, jetzt Horn. Mit dem kurzen Abstoß zu Ayan. Eigentlich soll er ja Subotic spielen, aber vorm Tief. Also das kann auch nochmal besser werden gegen Augsburg. Jetzt Trigger raus, eingewechselt. Eigentlich hat er vorm Tief, aber er war gut gegen Escurela. Da wieder, setzt er sich durch. Spiel rüber zu Beister. Beister. Wohin mit dem Ball? Zurück zu Trigaros. Trigaros und Beister. Beister mit der wunderschönen Flanke. Nochmal. Brett. Ah, wenn das besser zu Aubameyang gegangen wäre. Dann wäre es ein schöner Spielzug geworden. Jetzt Konter. Van Persie und Rooney. Das ist natürlich was ganz andere Klasse. Welt. Eine ganz andere Welt. Ne? Rooney und Percy kontern uns aus. Machen das sogar sehr gut mit Mata. Dürfen wir auch nicht vergessen. Und Ta. Şalhanoğlu. Eieieiei. Aber er ist auch müde. Harter Einsatz hier von Trigaros. Und Schuss. Blind war das gleich. Ich glaube, natürlich gelb bestimmt noch, wie ich FIFA kenne. Horn mit wieder einem kurzen Abstoß. Beister. Beister immer noch. Auf Trigaros. Hat gelb gesehen, wie ich mir dachte. Und keine gute Aktion von Dennis Breth. Wieder eine Kontermöglichkeit. Obwohl wir defensiv stehen, haben wir aufgemacht. Raphael und Rüdiger dazwischen von Persson. Ich glaube, es gibt noch eine Ecke. Nein, gibt's nicht. Dann gehen wir jetzt mal eine Runde offensiv. Jetzt drehen wir mal den Spieß um. Oh, jetzt habe ich hier den falschen Knopf gedrückt. Nicht so schlimm. Machen wir das so. Trigaros. So, Abwehr mit, soll mitkommen jetzt. Aber Aubameyang verliert den Ball bei der Annahme. Ayan. Oh, und wieder ein harter Einsatz. Das müsste die nächste Karte sein. Wir sammeln heute Karten, Leute. Wir sammeln heute Karten. Dies die nächste ist für Ayan. Nachspielzeit läuft. Das Testspiel war nicht schlecht. Ich weiß schon ungefähr, was wir noch einstellen müssen in dieser Taktik. Ich glaube, diese Formation könnte klappen. Gucken wir mal noch. Wenn es gegen Augsburg überhaupt nicht hinhaut, dann machen wir noch was anderes. Jetzt kommen erstmal Rooney, Raphael. Nochmal die Flanke. Van Persie kriegt den Ball nicht. Nochmal Kontermöglichkeit jetzt. Beister auf Aubameyang. Och Mann, wenn das ist doch so ein einfacher Ball, Mensch. FIFA. Bisschen besser simulieren mal. Sei mal so lieb. Di Maria und dann ist Abpfiff. 0:1 Sieg für Manchester United. Aber es war ein gutes Spiel vom HSV. Und ich glaube, gegen Manchester United, da kann man ruhig 0:1 verlieren. Und auch noch tolle Spiele, Spielzüge rausgespielt haben. Sehr, sehr gut. Fand ich. Jetzt in der nächsten Folge geht es natürlich dann erstmal ab in die Bundesliga. Und da muss es laufen, Leute. Da muss es laufen. Wir können mal kurz gucken, die Spielerbewertung. Aubameyang nur eine 5,9, das ist schlecht. Wilshere eine 6,3. Fand ich ein bisschen schlechter als Aubameyang, aber okay. Paulsen 5,9, Rode 5,5. Şalhanoğlu hat ja immer noch einer der besten mit Junosovic. Okay. Timo Horner die beste mit 6,8. Unser Gegner, unser allererster, hat 0:1 verloren. Okay, gut zu wissen. Dann schauen wir mal, was für eine E-Mail es hier gibt. Aktuell ist aus England. Kelliger. Ja, den können wir mal beobachten. Wood. Können wir mal beobachten. Und ja. So, ich werde mal bei einer Sache mal. Ich probiere einfach mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Gehe auf Wunschliste. Und gehe auf. Gucken wir mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, ob er hier drin ist. Doch. Hobby. Ich versuch's einfach mal.
Und na gut, ich glaube, Laien werden sie wahrscheinlich nicht. Deswegen mach jetzt einfach mal, weil er mich eh nicht so überzeugt hat, dann könnte Chanelu in Zukunft LM spielen. Und Holpi könnte wieder OM spielen. Ich probiere es einfach mal. Dennis Breth hat mich nicht so überzeugt. 6,5 Millionen Marktwert. Dann sage ich mal hier 3 Millionen mehr. Habe ich einfach nicht mehr. Wir warten mal ab. Mal gucken, was passiert. Ansonsten gucken wir mal. Wir hatten ja noch folgende Verhandlungen offen. Und zwar Hortberg und Campbell. Campbell wäre auch nicht schlecht, aber ich glaube, der wird wahrscheinlich nicht kommen. Klicken wir noch einmal weiter, bevor wir in die nächste Folge gehen. So, inakzeptabel, wieder sind wir interessiert an dem von ihr angebotenen Spieler. Ja, jetzt bieten wir halt ein bisschen zu wenig, aber ich habe halt einfach nicht mehr Geld. Das ist halt das Problem. Wir können nochmal Podolski versuchen. Oh, oh. Entschuldigung, Leute. Und wir suchen das mal so. Weil der wäre richtig gut für RM. Und dann guck mal, Chaplin, kann ich über mein Gehalt sprechen? Nein, werde ich jetzt mal ignorieren, weil ich habe fast nichts mehr und muss nur ein, zwei Spieler kaufen. Ich weiß, dann gibt es Ärger und Transfersliste und so. Aber ich werde das jetzt erstmal ignorieren. So sieht's aus. So, Jay Rodriguez. Ein anderes LM. Interessant auf jeden Fall. Aber LM, glaube ich, haben wir jetzt ziemlich erstmal erledigt. Wir bräuchten eher RM, dass wir Aubameyang wieder einsetzen können im Sturm. Interessant auf jeden Fall. Siem de Jong. Ja, aber nicht die Position, die ich brauche. Halt, wollte ich gar nicht. Mané. Ist halt auch ein LM, ne? Ah, jetzt kannst du knicken. So, dann Robert Hall. Interessant, aber das ist nix. Dann aktuelles aus der Schweiz. Embolo. Nee. Die Zeiten sind vorbei. Das ist nix. Transfer ist inakzeptabel. Aus folgendem Grund können wir Ihnen nicht zustimmen bezüglich Dennis Breth und bla bla bla. Und werde jetzt mal nochmal versuchen. Ihr versteht mich schon, oder? Beißer hat einen ziemlich guten Marktwert. Nicht schlecht. Tja, mir bleibt keine andere Wahl, nochmal Podolski zu versuchen. Gucken wir mal, aber ich glaube, das wird erstmal nix. Wo haben wir denn noch eine E-Mail? Irgendwo haben wir noch eine E-Mail? Leihangebot. Melden sich in Kürze wieder die Bayern wegen Hübeck. Okay, alles klärchen. Ihre Anfrage zu Jay Rodriguez, 15 Mille. Ja, nie ist klar. Da hat sich das Thema auch erstmal erledigt. Gut. So, Leute, das war's mit der Folge. In der nächsten Folge geht es ab Schmitzkatz. Saisoneröffnung, Eröffnungsspiel. Und das gegen Aufsteiger Augsburg. Und das müssen wir gewinnen. Die ersten Spiele unten waren schon, aber da verrate ich jetzt noch nichts. Freut euch drauf. Bis dahin. Tschüss. Goski!